Guten Morgen. Es ist der 26. September 2023 und ich habe mich entschlossen, einen Campingtest zu machen, alleine mit dem Motorrad, und fahre zu diesem Test Richtung Frankreich. Ich habe mir gedacht, wenn es nicht passt oder wenn es regnet, kann ich ja wieder umdrehen und nach Hause fahren. Bis Chur bin ich mit der Autobahn gefahren und da habe ich natürlich nicht gefilmt. Und hier bei der Zufahrt zum Oberalppass komme ich schon in den ersten Stau. Aber nicht mit Autos, sondern mit Kühen. Hier kommt schon der erste Zug von der Roten Rätischen Bahn. Und schon bin ich bei den ersten Kurven zur Auffahrt zum Oberalppass. So, ich wollte eigentlich da oben schon was sagen, aber da habe ich so lange umeinander da, dass ich einfach gefahren bin, ohne was zum sagen. Jetzt bin ich bei der Auffahrt zum Oberalppass und mache jetzt eine kurze Pause. Ich hoffe, ich kriege noch das Motorrad drauf. Gepackt. Dort oben ist der Oberalppass. Eigentlich wollte ich mir was anziehen, weil es dort unten so kalt war. Aber es ist jetzt überhaupt nicht mehr kalt. Es ist sogar warm. Ja, jetzt fahre ich nachher gleich weiter und dann schauen wir wohl im Land. Thank you.
Ich weiß jetzt nicht, ob man das auf dem Video sieht, aber es ist das erste Mal, dass ich das Leuchtfeuer beim Leuchtturm sehe. Da riecht es nach Gulaschsuppe. Und hier sehe ich schon den zweiten Zug von der Roten Rätischen Bahn. Und schon bin ich bei der Auffahrt zum Gotthardpass. Hier die Sicht nach Andermatt. So, meine Mittagspause. Haben wir da was bei der Tankstelle gekauft. Heute Morgen. Jetzt bin ich auf der Gotthardstraße. Ja, bin gespannt. Hier fahre ich jetzt versehentlich bei der Einfahrt zur alten Gotthardstraße vorbei. Dafür gibt es hier einen großen Platz zum Umdrehen und dann kann ich gerade auch noch ein paar Fotos machen. Dieser legendäre Pass war seit dem Mittelalter die wichtigste Nord-Süd-Verbindung der Alpen. Nach Öffnung des Autobahntunnels 1980 hat die alte, als Tremola-Straße bekannte Trasse, auch heute noch teilweise mit Granitsteinpflaster belegt, zusammen mit Teufelsbrücke und Schöllenenschlucht herausragende touristische Bedeutung. Bei nassem Wetter gilt es, diese Strecke aber mit Vorsicht zu genießen oder ganz zu meiden, auch wenn ihre Streckenführung einfach grandios ist. Motorradfahrer nutzen die Tremola am Gotthard gerne gemeinsam mit Furka und Nuvenenpass zu einer Runde über einige der schönsten und höchsten Bergpässe der Eidgenossenschaft.
Da fährt gerade noch ein schöner alter Rolls-Royce Phantom 5 vorbei. Da habe ich doch glatt einen Flashback nach Rumänien mit diesem Rauch. Hier ist der Eingang zur Tremola. Ich empfehle aber, die Tremola in die umgekehrte Richtung zu fahren. Aber ich war halt auf dem Weg nach Frankreich und wollte sie unbedingt endlich mal fahren. Da muss ich doch schnell noch ein Foto vom Rolls-Royce auf der alten Straße machen. Da habe ich aber noch Glück, dass ich den Rolls-Royce von vorn erwische, denn danach geht gleich der Akku aus. Wer die komplette Strecke von der alten Gotthardstraße anschauen will, findet oben oder in der Beschreibung den Link zum kompletten Video von der alten Gotthardstraße. Und schon bin ich auf der Straße zum Nouvenenpass.
Auch hier, wer den kompletten Verlauf der Nufenenstraße anschauen will, findet oben den Link oder in der Beschreibung. Auch beim Nufenenpass empfehle ich eher die Nord-Süd-Variante. Das Ladybiker-Pickerl musste ich natürlich auch kleben. Mein Gabis Travels-Pickerl hatte ich leider nicht parat. Hier musste ich schnell handeln, denn es ist gerade ein ganzer Bus angekommen, bevor die Leute mir die Sicht versperren oder das Foto kaputt machen. In der Schweiz gibt es noch sehr viele urige Dörfer mit Holzhäusern. So, nach dem Gotthard und dem Nufenen mache ich jetzt da gerade eine Pause auf der Furkastraße. Ich bin natürlich südlich von Furka oder westlich von Furka. Ja, ist mein zweites Brötchen. Und circa in einer Stunde oder so. Und eine halbe Stunde bin ich in Martigny. Ich hoffe, dass ich dort einen Campingplatz bekomme. Das ist jetzt schon der dritte rote Zug der Rätischen Bahn. Der wartet im Bahnhof Grengiols auf den Gegenzug. Und hier ist auch schon der vierte, der Gegenzug. Da hat leider ein Motorradfahrer eine Reifenpanne. Und hier noch einmal der vierte Zug. Also der erste Campingplatz, den ich mir eigentlich ausgesucht habe in Martigny, der ist leider
abgesperrt gewesen mit lauter Fahrgeschäften. Jetzt habe ich Gott sei Dank, trotz offline, habe ich einen Campingplatz gefunden, 11 Kilometer entfernt. Jetzt habe ich mir gedacht, hoffentlich kriege ich da einen Platz. Ja, jetzt bin ich da hereingekommen und habe Gott sei Dank keinen Platz gefunden. Leider ist es ein bisschen schief. Schauen wir mal, wie ich heute Nacht schlafe. C'est vous qui conduisez? Oui, oui. C'est gros. Là, oui, oui. All le tent. Oui, oui. Bien. Bon courage. Hein. So, und jetzt der Zeltaufbau im Zeitraffertempo. Wie ihr hören könnt, ist es ganz schön windig in dieser Nacht. Là, elle est autrichienne. Putain. Oui. Bonjour. 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 Mon mari regardait la moto, la KTM. Ah. Il en a eu 3 KTM. 3 quoi? Wow. Alors une Duke. Une Duke. 990. Hein. Ouais. 990 et après 2 RC8 1290 sportif. Ah ok, yeah. Mais moi j'étais sur le petit, sur le pouf, yeah. Oui. C'est vous qui l'a? Oui, oui. Putain. Non. Non merde. Oh, putain, putain. Bravo. Bah, oui. Bravo. Ah, oui. Mon mari a fait un AVC. Mon mari a fait un AVC,
un accident à... Oh oui. Voilà. Oui. C'est pour ça qu'il dit le gros mot, mais il vous félicite. Bah oui, bah oui. Oh bah oui. Eh, ça. Vous faites un peu, vous faites la Suisse. I want to go to France, Route des Alpes. I was in Thun, in this year, in 1, 2, 3, 4, 5, 6 months. Okay. Okay. Now I try this test. Okay. Putain. Parce qu'en plus, toute seule. Hein. C'est ça. Vous êtes. You are alone? Yeah, oui. So, hier bin ich jetzt gelandet. Da steht mein Motorrad. Da ist mein Zelt. Da habe ich jetzt eine neue Matratze vom Luis. Einen neuen Schlafsack, fällt mir jetzt aber gerade der Name nicht ein, und ein neues Kissen. Jetzt bin ich gespannt, wie das schlafe. Ist jetzt trotzdem schief da wieder. Ja, kann man nichts machen. Aber ich habe, und einen neuen Stuhl halt nicht auch. Aber ich habe Gummi drunter gelegt. Rutschgummi, also nicht Rutschgummi. Und jetzt geht's ans Kochen. Schauen wir mal, was ich mir aussuche.
Es ist schon dunkler, als es auf dem Video ausschaut. Na, was ist denn? Kocht das Wasser jetzt oder nicht? Und jetzt 8 Minuten Wartezeit. Und jetzt noch den Stuhl umgestellt, weil das ist so schief, dass ich immer nach vorne kippe. Und so schaut es nach 8 Minuten Garzeit aus. Und jetzt geht noch schön der Mond auf. Gute Nacht!